Was ist hier los? Dumet spielt ein Spiel. Und das ist kein verdammter Scherz. Aber Gott sei Dank habe ich das mit dem Hinweis da am Fenster noch gesehen gehabt. Sonst wäre es jetzt wirklich 50-50 gewesen. Hey, wir müssen das klug angehen, bevor irgendwer von uns tot endet, wie Charlie. Wartet! Charlie ist tot? Ja, da Dann war hat er was. Bekommen, was er verdient hat. Was? Was zum Teufel soll das heißen? Als ich weg war, habe ich eine Aufnahme gefunden. Ein Gespräch von Charlie und Dumet. Er hat gesagt, er will uns tot sehen. Darum hat er uns hierher gebracht. Nein, das kann nicht sein. Ich habe es gehört. Jemanden Plan? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren? Nein, wir sollen unser Hirn benutzen. Wir können ewig mutmaßen. Aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin. Ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wartet. Er könnte uns gerade zuhören. Das macht er die ganze Zeit Wo schon. Wo sollen wir hin? Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette. Vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht, reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Wir könnten ein Notsignal senden. Über den See patrouillieren Polizeiboote, oder? So weit draußen? Leuchttürme sollen kilometerweit zu sehen sein. Er hat ihn wahrscheinlich mit Fallen gespickt. Dann müssen wir eben vorsichtig sein. Unsere beste Chance. Nimmst du das hier auf? Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie er uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Hört mal. Aber er sitzt halt am längeren Hebel. Die Hände bewegen sich wieder. Kate, warte. Wir müssen zusammenbleiben. Scheiße! Kate! Warte! Mark! Ja, eben, das meinte ich. Nein! Jamie! Oh. Hey, nein, nein, nein! Geil, eingesperrt. Fuck. Oh, fuck. Das Bälle! Was soll? Oh, ich glaube, das war nicht vorgesehen. Nice. Ja. Okay, mal schauen, wie er da drauf jetzt reagiert. Nachdem wir jetzt hier nicht in der Falle drin sind. Fotomotiv. Alles unscharf hier. Kannst du mal die Kamera wechseln? Kann ich das mal irgendwie fotografieren? Alter, wo zeigst denn du hin? Komplett die falsche. Moment, muss ich, glaube ich, in die Richtung gucken dafür? Ja. Yeah. So, kann ich jetzt davon ein Foto machen, wenn ich in die Richtung schaue? Oh, das ist grün. Okay. Und da blinkt irgendwas. Ansehen. Ja, komm, mach mal. Ist da irgendwas drin? Nee. Okay, ich sehe da nichts Spezielles. Ich sehe so eine Seifenlauge. Und da hat es ein Control Panel. Für irgendwelche Pumpen. Okay. Ja, da hätte er uns dann drin gehabt.
Oh, noch eine Münze. Sollte jetzt langsam echt mal eintauschen. 12. Okay, ich mache mal ganz kurz eine Schnittpause. Für euch geht's gerade sofort weiter. Ja, und jetzt? Oh, Add-on für die Kamera. Sogar. Perfekt. Was genau ist das? Naja. Also ich meine jetzt, was macht das Ding jetzt? Also, ich probiere mal ganz kurz aus. Kamera. Sieht jetzt irgendwie gleich aus wie vorher. Okay. Da gibt es nicht sehr viel zu machen. Was passiert jetzt mit F wieder nichts? Muss ich wieder ausrüsten? Da geht's nicht weiter. Na, geht's hier das? Oh ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Doch da hinten irgendwo. Ja, aber... fuck. Okay. Wir gehen mal schnell in diese Richtung. Oh, was zum... Schnell. Ja, wo? Nee, bitte. Nein! Ihr habt den falschen Button gedrückt. Ah, Scheiße. Mann, das regt mich jetzt auf, nur weil ich den falschen Button gedrückt habe. Warte mal, soll ich das... Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Controller. Ich mache ihn nochmal an. Na, Spiel, reagierst du drauf? Nee, ich kann den Charakter einfach nicht mehr sauber bewegen damit. Okay, kein Controller. Oh, und Taschenlampe machen wir erstmal wieder an.
Ich bin keine Laborratte, mit der man spielen kann. Ja, im Moment aber schon. Und was jetzt? Ab in... Hey, Moment mal, den Raum haben wir doch schon mal. Ach nö, nicht das schon wieder. Ach nee. Da war die Steuerung so beschissen. Jetzt mal schauen. Ich hab zuerst mal den hier. Oh, jetzt geht's auf einmal. Dann den. Dann den. Den hier. Den hier. Den da. Und den da. Sicht ist wieder 0%. Gehen wir mal dahin, wo es so schön rot leuchtet. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich hab doch gesagt, mit dem Spiegel ist was nicht koscher. Schraubendreher. Was zur Hölle? Der Regieraum. Warte mal, ist es der Raum, wo Jamie ist? Ah, shit. Ja, da konntest du natürlich voll in die ganzen anderen Räume reingucken. Grundsätzlich eine geile Technik, aber für sowas natürlich mega scheiße. What the fuck? Was zum Fick? Sie möchten wissen, was es heißt, ein Mörder zu sein. Waren Sie je im Kunstmuseum im Zentrum? Dort hängt ein Bild von einem Kerl, weiß nicht mehr, wie er hieß. Berühmt. Er malte geschlachtete Kühe, an Haken aufgehängt. Nehmen Sie mal einen normalen Menschen zum Schlachthof mit. Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Selbes Bild als Gemälde. Und plötzlich haben wir Kunst. Die zwei Sachen sind ein und dasselbe. Naja, nicht wirklich. Sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen, ich habe recht. Sie verstehen. Ich weiß, Sie verstehen. Man muss etwas machen, das bleibt. Den Leuten ein Gefühl geben, das sie vorher nie hatten. Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Denken Sie an Ihre tiefgründigste Tat. Das Schönste, was Sie je erschaffen haben. Und ich verspreche Ihnen,
All das ist nichts im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die Angst des Opfers zu sehen. Die verzweifelten Versuche zu fliehen. All das Betteln, Flehen. Der Augenblick, wenn jemand merkt, es ist vorbei. Dann spürt man es. Das ist wahre Kunst. Das muss man sein. Ein Künstler. Ein Bildhauer. Ein Architekt. Ah. Ihre Augen leuchten, Agent Monday. Mich halten Sie nicht zum Narren? Oh, Ihr Gesicht. Werde ich Ihr Erster sein? Na dann los! Ich bin hier! Der Raum ist schalldicht! Sie müssen nicht einmal auf das Dröhnen eines Flugzeugs warten. Da sind Sie ja. Ich sehe Sie. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bloße Hände können sich gut anfühlen, ha? Aber die Klinge sorgt für ein hübscheres Bild. Sie haben Potenzial, Agent Monday. Wenn Sie wirklich ein Künstler sein wollen. Ganz ehrlich, wie krank muss man sein, dass man sich sowas einfallen lässt? Okay. Soll ich's versuchen? Oh, das ist natürlich super. Finde die anderen. Warte mal, was war das Teil da oben hier nochmal? Also, Taschenlampe. Ich bin mal gespannt, wann wir hier wieder rauskommen. Oder überhaupt Bleib rauskommen. Bei mir. Und vor allem, mit welchen Leuten dann noch? Leider haben wir ja schon einen Verlust. Beziehungsweise vielleicht sogar schon zwei. Ah, das regt mich so auf, dass ich da unten in diesem Waschraum oder was auch immer das gewesen ist, das Quicktime-Event da verkackt habe. Da ist was. Oh, nice. Selbsthilfebücher sind doch für was gut. Charlie hat das vorhin runtergeworfen. Klar hat er das. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Komm. Geht ihr beide auf den Grund? Kommt er jetzt vielleicht deswegen? War das der Alarm, weil hier nicht komplett zugeht? Ich glaub nicht, dass das Jamie ist. Ist doch 100 pro eine Aufnahme. Sag doch, ansehen. Hallo?
Hörst du mich? Ja, das ist doch wieder so eine Animatronik-Scheiße, oder? Und springt sie raus? Naja, toll, jetzt hat das. Und das mal hier nach oben. Sich irgendwie anders. Ja, ich schau doch hin. Warum machst du nichts? Also manchmal verstehe ich das Spiel einfach nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich kann ja nichts machen. Geh den Wein, durchsuche die Zimmer. Aber das ist ein kleiner Spiegel. Was du mich verpasst hast, Michelle. Vormittag schreiben 8 Uhr. Hab darum gebeten, die Bibliothek oder Musiklounge benutzen zu dürfen. Also bin ich wohl dort. Mittagessen, Familienzeit, 14 Uhr. Können wir im Garten essen? Abendessen. Die Bar sieht wie ein guter Ort zum Schreiben aus. Okay. Also abends schreiben und dann Abendessen. Nicht sehr informativ. Ist das von den vorherigen Gästen hier? Muss fast so sein, oder? Das kommt hier heraus. Oh, shit. Ah, weinendes Kind. Please stop crying, Mami. Hör auf zu weinen, Mama. Und wo ist Papi? Ja, haben wir irgendwas mit der Zahlenkombination? Oh! Conny. Focus. Ich weiß den Code nicht. Keine Ahnung. Ich finde den Code für die Tür. Beast's Body. Burger. Arkansas. Diese Woche die Leiche des sogenannten Bestie von Arkansas wurde von mutmaßlichen Grabräubern aus ihrem Grab entfernt. Der berüchtigte Serienmörder, dessen richtiger Name Manny Sherman ist, wurde Anfang dieses Monats hingerichtet und seine Überreste auf einem nicht näher bezeichneten Friedhof in Springdale, Arkansas, beigesetzt. Ein ranghoher Polizeisprecher der örtlichen Strafverfolgungsbehörden erklärte auf einer Pressekonferenz: Wir glauben, dass es sich um das Werk von Serienmörder-Fanatikern handelt. Und gehen verschiedenen Spuren nach. Wir gehen davon aus, dass mehrere Verdächtige beteiligt sind, schließen aber nicht aus, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Obwohl die Ruhestätte nicht bekannt ist, kursieren seit Sherman ziemliche Gerüchte in Online-Foren für Serienmörder-Fans. Von der Presse über solche Online-Gruppen befragt, fügte der Sprecher hinzu, diese Leute, die sich als Fans von Mörder bezeichnen, sind wirklich dumm. Wenn sie sich der verabscheuenswürdigen Details solcher Verbrechen bewusst wären, so wie wir in der Strafverfolgung, würden sie ihre Glorifizierung derartig abscheulicher Verbrechen überdenken. Kommt auf die Person drauf an, würde ich sagen. Die Polizei weigerte sich, den Namen des Friedhofs gegenüber den Medien zu bestätigen. Ja, das bringt uns mit dem Code auch nicht weiter. Da, glaube ich, war noch was. Eine Puppe. Puppen in Horrorspielen sind immer kacke. Bethany. Stand sie im Gästeregister? Gute Frage. Müsste man mal nachsehen. Puh, wie kommt man denn jetzt zu dem Code? Und da kann ich ja auch nichts machen, außer ansehen. Ich kann es ja nicht irgendwie in die Hand nehmen, ne? Nee. Wo kriegen wir diesen Code her? Da waren wir schon. Gehen wir mal ins anderen Raum nochmal. Ja, geh mal bitte rein. Danke. Ah, da ist noch was.
Meine Sherman, die beste von Arkansas. Hey, schau mal. Was? Ah, den kennen wir doch. Ein True Crime. Geschrieben von Joseph Morello. Der Kerl auf der Fähre war gar nicht Dumet. Nee. Oi, das ist aber viel Text. Was? Nein, jetzt noch. Mann! Ich wollte doch nur von links nach rechts. Wieso kann ich jetzt denn nach unten? Ach, Spiel. Warum kann ich jetzt die Kamera nicht mehr... Was ist denn das? Okay, das Spiel hat echt ein paar blöde Bugs. So, ja, mach das mal auf, bitte. Ich möchte mal ganz schnell durchblättern. Ich glaube, ich muss den Text lesen, oder? Na gut. Aber ehrlich gesagt war ich erleichtert, als ich ging. Sie waren nette Leute, die Stewards. Wirklich nett. Beide sind jetzt in ihren 70ern. Der Vater immer noch stark wie ein Ochse, weil er beim Militär war, bevor er in die Stadt zog, um sich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Die Mutter wurde langsam etwas gebrechlich. Man sah ihr an, dass es sie am härtesten getroffen hatte. Mrs. Stewart hatte mir Kaffee gemacht. Sie erledigte alles mechanisch und ihre Augen wirkten wie tot. 26 Jahre später lebten sie immer noch in diesem Kokon der Abgestumpftheit, den so ein Unglück mit sich bringen kann. Wir haben viel geredet. Es fiel ihnen leicht, über irgendetwas zu reden. Die Nacht, in der es passiert war, die grausamen Details, was sie über ihn dachten, für sie war es einfach Fakt. Ihre Tochter war einem Serienmörder zum Opfer gefallen und das war ihre Welt. Das klingt wirklich gemein. Vielleicht netter formulieren? Mir gefällt der Satz mit dem Kokon nicht. Gibt es passendere Metapher? Alles? Also seine Notizen dazu. Es war ein Schock, als sie anboten, mir mehrere Zimmer zu zeigen. Ich zögerte, bedankte mich aber und stimmte zu. Es würde dabei helfen, mir ein Bild von Mary zu machen. Ich folgte Mrs. Stewart. Ich spürte, dass der Mord seinen Tribut gefordert hatte, als wir durch das Haus und die Treppe hinauf zu Marys Zimmer gingen. Ihr Mann mied das Zimmer. Alles war ordentlich und aufgeräumt, aber heruntergekommen. Wir liefen über einen abgenutzten alten Teppich vorbei, an veralteten Tapeten und Bildern, meist christlicher Art, die eine dicke Staubschicht hatten. Die Belastung und die finanziellen Folgen müssen enorm gewesen sein. Mr. Stewart hatte seit Marys Tod nicht mehr gearbeitet. Nochmal, das klingt wirklich gemein. Kannst du nicht einfach sagen, dass sie eine harte Zeit hatten, ohne so ins Detail zu gehen? Vielleicht erklären, warum? Fiel es ihr schwer, jemand gegenüberzutreten? Ihre Hausaufgaben stapelten sich neben ihrem Bett und die Spielsachen und Puppen aus ihrer Kindheit zierten noch die Regale. Was ihr doch am meisten auffiel, war ihre Uniform. Sie hing noch vorne am Kleiderschrank, bereit für ihre Schicht im Diner für den nächsten Tag. Mary war schmal und klein, nur 1,55 groß und unter 45 Kilo. Das ist nicht sehr viel. In der Nacht, in der sie entführt wurde, hatte sie keine Chance. Während ich durch die Stadt fuhr, musste ich immer wieder an ihr Zimmer denken. Milton musste 1995 ein unscheinbarer Ort gewesen sein, aber jetzt war er fast leblos. Die meisten Gebäude waren mit Brettern vernagelt und die einzigen offenen Läden waren Schnapsgeschäfte, vor denen schon um 11 Uhr morgens Penner standen und tranken. Es war, als wäre die Stadt mit Mary gestorben. Schließlich verblasste Milton in meinen Rückspiegel, während sich das Bild von Marys Uniform in mein Gedächtnis einbrannte. Jetzt gleich Natalie umarmen. Später am nächsten Tag kam ich endlich zu unserem Haus zurück, stolperte über ein Paket, das auf unserer Türschwelle lag. Es war ein brauner Karton und ich hatte keine Ahnung, von wem er war. Hatte Michelle etwas bestellt? Die Neugierde überkam mich und ich nahm es mit ins Haus. Als ich ihn öffnete, fand ich einen alten Kassettenrekorder und 4 Kassetten. Ich hörte mir die erste an, die Stimme unverkennbar. Es war Sherman. Nein. Erwähne, dass es sich um Interviews handelt? Ja. Mehr geht nicht. Okay. Die einzige Ziffer, die ich jetzt raus habe, ist jetzt der 1995. Hm.
Was könnte der Code sein? Schauen wir uns den Zettel hier nochmal an. Da stehen Uhrzeiten drauf, aber das bringt mir auch nicht sehr viel. Ich probiere mal 1995. Kannst du dich mal nach da oben... Oh, jetzt geht sie schon wieder raus. Mein Gott, die Steuerung, ganz ehrlich. Da, 1, 9, 9, 5. Nope, das war's nicht. Aber hier habe ich einfach sonst nichts mehr. Da ist das mit Mörder, da ist das Bild. Da ist die Puppe. Vielleicht draußen im Gang noch irgendwas gewesen? Hier im Bett war ja auch nix. Uhrzeit. Na, glaub's auch nicht. Dass das Ding da die ganze Zeit so einen Krach macht, ist auch ein bisschen ungeil. Kann man das eigentlich wegmachen? Warte mal, war hier was? Nee. Hast du eine Idee? Nee, nee. Mrs. Asthma. Na gut, ich glaube, es ist eh erstmal Zeit für eine kleine Aufnahmepause und dann schaue ich, ob ich mal den Code rausfinde, dass wir hier weitermachen können. Also, liebe Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.